Oh Mann, jetzt bin ich gespannt. Wo ist er denn? 11 Meter? Ja gut, das ist wahrscheinlich noch Teifenköder. Hä? Nee, er ist draußen. Wieso lag da ein Teifenköder? Hier ist er. Hä? Ach was. Das gibt's ja nicht. Hier hat er sich versteckt, der Drecksack. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Was? Was? Nein! Nein! Hä? Nein! Ich glaube, ich habe gerade ein Bad Ending getriggert, weil er jetzt theoretisch tot ist, oder was? Da kommt jetzt gerade ein Giga-Phantom auf uns zu. Hä? Aber was? Was zur Hölle? Nein! Ach Mann, was war das denn? Da kam einfach das Galvanik-Teifen. Das sollte so nicht sein. Hä, da kommt einfach das... Das ist das Mutter- oder das Vater-Phantom-Teifen. Ach Mann, wie dumm. Ach, ja, laden. Automatisches Speichern. Ja, das sollte ja passen, oder? Oh nee, das kann auch sein, dass es jetzt schon getriggert wurde. Ach, wie dumm, dass mich einfach dieses Galvanik-Phantom verfolgt hat. Wir waren doch in der Cutscene. Ich dachte, ich wäre komplett sicher. Oh, was war das denn? Und war das dann richtig so? Ich meine, das Ding müssen wir aufhalten. Ich hoffe, das Ding kommt nicht nochmal. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Was? Nein, 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 nein. Er ist immer was? Hä, du lebst noch? Okay, das ist so gewollt. Oh, shit. Was bist du denn? Oh, Gott. Mikrogravitation entdeckt. Ja. Yep. Wow. Das ist gar nicht gut. Jetzt können wir die Station sprengen. Tentakel. Ist das Boss? Warte. Kann ich das irgendwie verhindern? Ich muss einfach vor Alex loslaufen und das Ding so schnell zerstören, wie es nur geht, damit er nicht bewusstlos wird. Geht das? Ach. Okay, das nochmal. Oh, meine Güte. Es ist tatsächlich angekommen. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Nein, ich weiß nämlich, dann was passiert. Du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig. Ich dachte, das Ding wäre mir gefolgt. Es ist tot. Ha! Ja, und jetzt? Jetzt haben wir immer noch ein riesengroßes Problem. Alex? Ich glaube, es ist nicht gewollt, dass er das überlebt. Alex? Wieso sagst und tust du nichts? Mikrogravitation entdeckt. Hä? Jetzt ist er... Hä? Okay, man kann ihn nicht retten. Alex Zündschlüssel, geliebtes Familienfoto. Wie merkwürdig, okay. Wow, na dann. Ich wollte bloß nochmal probieren, ob wir ihn retten können. Wir nehmen nicht mal aus. Oder? Alex Zündschlüssel, geliebtes Familienfoto. Transcribe. Nun ist es also soweit.
Aufzeichnung niemals hören. Aber falls doch, ist mir etwas zugestoßen. Ich nehme an, du hast inzwischen genug gesehen und bist nicht mehr scharf darauf, die Talos 1 zu zerstören. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Wie absurd es auch erscheinen mag. Das glaubst du doch hoffentlich immer noch. Falls nicht, bin ich froh, dass ich nicht miterleben musste, wie mein Bruder dem Pessimismus anheimgefallen ist. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft ins All. Ich will wissen, was das für eine Botschaft ist und an wen sie sich richtet. Ich habe das Gefühl, du weißt es bereits. Ich habe einen Fabrikatorplan für deinen Prototyp des Nullwellengeräts. Du musst eins herstellen und es im Herzen der Koralle platzieren. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Viel Glück morgen. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite sein kann. Ein Verstand ohne Grenzen. Oh Gott, es ist ja... Es ist das Typhon. Schlüssel zum Königreich. Stell den Nullwillen-Prototyp her. Ja, das machen wir sowas von. Hol dir den Plan für das Nullwellengerät. Das haben wir gemacht. Was haben wir hier noch so? Aber irgendwie erreiche ihn, bevor er stirbt. Im Zuge des Fermi-Problems, verdammt. Ah, hier hat er alles unter Kontrolle. Aber haben wir da jetzt noch irgendwie eine Mission? Ich bin gerade eben sehr verwirrt. Was zur Hölle? Rette Alex. Erreiche Alex, bevor er stirbt. Alex hatte das Bewusstsein verloren, als der Apex-Typhon die Station angegriffen und die Arboretum-Kuppel beschädigt hat. Wenn er überleben soll, muss ich ihn in seinem Bunker in Sicherheit bringen, bevor er keine Luft mehr kriegt. Okay. Bin dabei. Das ist, ja, eigentlich richtig so. Komm schon, Alex. Wir müssen da jetzt rein. Bring Alex in seinen Schutzraum. Ja, ich dachte nicht, dass es... Es klang so, als wäre es... Sorry. Aber es ist ein bisschen schwierig, hier entlang zu gehen. Es sah eher so aus, als wäre das... Benutze die Stimmsicherung, um die Tür des Schutzraums zu schließen. Ja, aber nicht von außen, von innen. Alex? Sorry, Kollege. Du fliegst da jetzt gerade ein bisschen. Aber darauf können wir gerade keine Rücksicht nehmen. Wir haben hier sehr viel größere Probleme. Ich nehme alles mit, was du so hast. Transcribe morgen, you. Super wichtig. Okay. Meine Stimme kennst du natürlich. Klingt vermutlich müder als sonst. Endlose Vorbereitungen. Räume einrichten. Protokolle erstellen. Neue Mods testen. Das Risiko ist einfach zu groß. Aber wenn wir das Nervensystem der Typhon erfolgreich auf Menschen übertragen können, wird sich alles ändern. Also gehe ich selbst in die Sim. Ich habe alles getan, damit mir keiner am Kopf herumstochern muss. Eine letzte Sicherheitsmaßnahme. Das hier ist Oktober. Sag hallo. Hallo, Dr. Hugh. Oktober wird deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen, wenn etwas schief geht. Sobald der Test beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Falls sie die Mods deinstallieren, werden meine Erinnerungen zurückgesetzt. Und ich vergesse alles. An sich könnten sie mich immer und immer wieder denselben Tag durchleben lassen. Wenn du das hier hörst, ist vermutlich genau das passiert. Daher weiß ich nicht, ob ich meinem Bruder vertrauen kann. Alex wird nicht gefallen, was ich nun sage. Ich habe an einem Nullwellen-Prototyp gearbeitet, der alle Typhon auf der Talos 1 töten wird. Ich habe eine Kopie des Designs auf dem Datentower bei dem gruseligen Stuhl versteckt. Du weißt schon welchen. Alex fand die Idee gut, aber ich kenne ihn. Beim ersten Anzeichen von Problemen bläst er alles ab und schiebt die Schuld auf andere. Du bist wohl auf dich allein gestellt. Es steht viel auf dem Spiel. Zu spät, um den Kopf in den Sand zu stecken. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Die Typhon zerstören. Schließen. Haben wir ihn gerettet? Rette Alex. Okay. Oh Gott. Wir haben Alex gerettet, aber wir haben ein sehr viel größeres Problem. Morgan, danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir die Sache auf die richtige Weise beenden. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin.
Ich hätte das Ding nicht angreifen sollen. Das ist gar nicht gut. Aua. Okay, das Ding mag es nicht, wenn man es angreift. Verständlich. Aber ich würde ganz gerne die Tentakeln scannen. Ja, lass mich doch in Ruhe. Da. Ich meine, das Ding besteht aus Tentakeln. Ja, komm schon. Nein, nein, nein. Okay. So kann ich es wenigstens scannen. Ach. Das sind halt die Tentakeln, aber die winden sich immer so blöd. Komm schon. Was ist denn los? Die kann man gar nicht gescheit scannen. Da. Ja, na also, Nummer 1. Ich will wissen, was das für ein Ding ist. Das ist mir gerade wirklich das Wichtigste. Wir haben genügend Heilung. Ja, 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 ja. Yes. Und dort oben noch. Zum Glück nur noch eins. Komm schon. Aber wie mies, dass das Ding genau jetzt kommt. Und ich dachte noch, dass es ein Fehler von mir gewesen wäre. Okay. Oh, wie gesagt, das macht so viel Schaden. Hier. Und Status? Nee, ja. Forschung. Apex-Tentakel. Fehler, keine Verbindung zur Psychotronik-Datenbank möglich. Klar, du hast es auch noch nie gesehen. Keine Einträge gefunden, bitte kontaktieren Sie Hans Kelstrup, Direktor der Psychotronik. Ein winziger Teil des Apex verschlingt alles, was ihm in den Weg kommt. Reagiert auf Bewegung, keine Möglichkeit, sie dauerhaft zu töten. Nullwellen oder Kuhstrahl einsetzen, um sie zurückzudrängen. Okay, Kuhstrahl, das ist interessant. Das muss ich mal abschalten. Ah, es ist hier mittlerweile alles bloß noch Tentakel. So, wir müssen... Das ist ein Mimik in Stase. Süß. Wir müssen hier rein. Ja, Reaktorkonsole? Wieso eine Reaktorkonsole? Hi, Weber. Du bist mir ziemlich egal. Warte mal, was sind jetzt unsere Ziele? Ein Verstand ohne Grenzen. Stell den Nullwellen-Prototyp her. Alex hat mir die Pläne für den Nullwellen-Prototyp Okay, da ist mir gerade eben meine Aufnahme abgeschmiert. Jetzt. Ich glaube, die Aufnahme hat das Apex-Typhon auch nicht ganz verkraftet. So, wir haben hier scheinbar unsere zwei Missionen. Ein Verstand ohne Grenzen. Alex hat mir die Pläne für einen Nullwellen-Prototyp gegeben, der stark genug ist, um alle Typhon an Bord der Station zu zerstören. Sogar den Apex-Typhon außerhalb der Station. Das Gerät muss im Zentrum der Koralle in der Psychotronik platziert und dann von einem Terminal von der Brücke aus aktiviert werden. Okay, und Untergang. Ich habe mir selbst die Anweisung gegeben, die Zahl des 1 zu zerstören, wenn die Typhon ausbrechen. Das ist die aktuelle Situation, und in der ich mich befinde. Und ich habe bereits die Zündschlüssel. Jetzt muss ich nur noch beide Schlüssel verwenden, um den Reaktor im Kraftwerk auf die Selbstzerstörung einzustellen. Und diese dann von der Brücke aus zu aktivieren. Sollten die Zündschlüssel verloren gehen, können sie jederzeit wiederhergestellt werden. Und damit entscheidet sich jetzt, welches Ending wir machen. Würde ich jetzt behaupten. Entweder, dass wir den Nullwellenprototyp benutzen, oder dass wir die Selbstzerstörung einleiten. Die Selbstzerstörung, ich würde behaupten, dass die Selbstzerstörung das Apex-Typhon nicht zerstören kann. Und ich weiß nicht, ob es die Koralle zerstört. Wir wissen nicht, wie die Koralle reagiert. Auf der anderen Seite hieß es, dass sie uns belügen, dass irgendwas weiteres im Spiel ist. Das heißt, dass der Nullwellenprototyp eventuell auch für die Typhon sein könnte, dass da irgendwas schief geht. Wenn ich nicht wüsste, dass das Ganze ein Trick sein könnte, würde ich sagen, dass wir auf den Nullwellenweg gehen. Und versuchen wirklich alle Typhon zu zerstören, indem wir einfach ihr Netzwerk zerstören. Weil ich glaube, so ein psychischer Angriff theoretisch wäre sehr viel effektiver gegen diese Biester, als einfach ein physischer Angriff mit der Selbstzerstörung. Nur ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Weil, ja, es ist halt die große Frage, was da genau passieren wird. Außerdem, wir hatten Oktober. Wir hatten December und wir hatten January. Oktober hat uns theoretisch gesagt, oder im Oktober dann, war es, oder Oktober an sich hatte die Einstellung, okay, mit der Nullwelle sollen wir es zerstören. December wollte uns hier wegbringen und January
will, dass wir die Station zerstören. Wobei wir wahrscheinlich an dem Zeitpunkt nicht mehr von der Nullwelle wussten, die die Typhons zerstören konnten. Das heißt, der effektivste Weg ohne die Null wäre natürlich die Selbstzerstörung. Ich glaube, ich mache jetzt gleich einen Speicherpunkt und dann machen wir beide Enden. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Ending ist, beide. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt von mir aus, vom Hauptspiel aus, die Nullwelle. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, aber es kann sein, dass es einfach, ja, dass es funktioniert. Weil es ist ja, sogar ein Apex-Typhon genug ist, um alle Typhon an Bord der Station zu zerstören. Das wäre halt genau das, was wir wollten. Klar, dass die Selbstzerstörung, damit es halt, dass alles vorbei ist, aber wir müssen auf jeden Fall mal die Typhon loswerden. Und lieber behalte ich die Station und zerstöre alle Typhons, als die Station zu zerstören und Typhons noch da zu haben. Das wäre nämlich wieder die nächste Katastrophe. Deswegen machen wir die Nullwellen. Aber wie gesagt, ich speichere hier jetzt auf jeden Fall auch. Zack. Und jetzt gehen wir hier raus. Bye, Weber. Sag liebe Grüße zu deinem großen, gruseligen Kollegen, dem Super Weber. Oh Mann, kommt da einfach dieses Apex-Typhon an. Wie gesagt, und ich dachte zuerst, dass da irgendwas falsch gelaufen wäre. Aber wie komisch ist es denn auch, dass da einfach dieses Galvanic-Phantom kommt. Heißt es? Ja, doch, Galvanic, genau. Das ist total merkwürdig, dass ihn das dann theoretisch ohnmächtig macht. Wäre es nicht sinnvoller, dass es einfach wirklich so ist, dass das dann kommt und der dann halt einfach ohnmächtig wird, weil die Kuppel bricht? Aber stand halt auch so komisch da. Also wie gesagt, man hat nicht damit gerechnet, dass man ihn rettet. Weil ansonsten stände er einfach nicht 20 Sekunden lang da, bis er ohnmächtig wird. Sie haben Alex' Appell vorausgeahnt. Ihre Verbindung, ihre Geschichte. Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen. Aber wir können das überspringen. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Daher hat Alex Unrecht. Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Die Station zerstören? Aber haben Sie nicht zugehört? Die Nullwelle. Alex hat recht, das könnte funktionieren. Und unsere Erkenntnisse bewahren. Wir müssen es versuchen. Igwe, sehen Sie sich den Alien außerhalb der Station an. Natürlich ist das ein Risiko, aber der Generator funktioniert. Dies alles zu zerstören, eine Spezies zu ermorden und die Forschung verloren. January hat recht, Morgan. Diese Dinger dürfen nicht zurück zur Erde, wenn auch nur eines davon es schafft. Morgan, die Station zu zerstören, sollte unsere letzte Option sein, nicht die erste. Hä, aber ich dachte, die Nullwelle zerstört alle. Ah, das ist halt... Was ist da jetzt das Richtige, weil... Der starke Nuss, um alle Typhon an Bord der Station zu zerstören. Weil Nullwellen machen sie ja normalerweise nur bewusstlos, aber das zerstört sie. Jetzt heißt es aber theoretisch, dass es sie verschonen würde. Ich will die Typhons zerstören. Aber... Das ist jetzt eine Sache, wo man nicht genau genügend Hintergrundinfos hat, beziehungsweise wo es so wischiwaschi ist irgendwie. Jeder behauptet was anderes. Die behaupten jetzt zum Beispiel, die Nullwelle sei bloß, ja, eine Sache, um sie vielleicht lahmzulegen oder sowas. Oder dass es nicht reicht. Auf der anderen Seite sollte es aber reichen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Selbstzerstörung reicht, weil das Ding ist massiv. Deswegen, was tue ich jetzt? Ich mache die Nullwelle, weil ich davon ausgehe, dass es sie komplett von innen heraus zerstört. Auch das Ding. Wobei, das Ding wurde angelockt dadurch. Ach Mann, es ist so eine widerliche Entscheidung. Schon wieder. Wie gesagt, das Ding wurde durch die Nullwelle oder durch die Koralle angelockt. Aber ist es verbunden mit der Koralle? Das ist halt das Nächste. Wir würden Alex vertrauen. Wir würden Igwe vertrauen. Wir würden January misstrauen. Und Michaela theoretisch auch, aber sie weiß grundlegend nicht, was das Ding kann. Weiß January auch nicht, weil er bloß unsere Erfahrung hat, der nichts mehr weiß von der Nullwelle. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe
Keine Ahnung. Ich gehe zur Lobby. Ich mache das jetzt mit der Nullwelle. Weil es ist jetzt echt schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es das falsche Ending sein wird. Wir machen es mal. Es ist halt sehr konfus. Oh Gott. Das ist hier überall. Es ist einfach rund um die Station. Können wir überhaupt nach außerhalb? Das wäre jetzt die große Frage. Aber wie gesagt, das ist... Nee. Das kannst du außerhalb, kannst du vergessen. Das Ding ist echt überall. Wieso genau stellen wir es in unserem Labor her? Ich weiß es nicht. Da sind sie ja. Ja? Wie kann sowas existieren? Frag mich nicht. Frag mich einfach nicht. Ich will es einfach nur loswerden. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht genau, auf welches Ending ich zusteuere, weil das Spiel sich scheinbar auch nicht wirklich sicher ist. Wurde von Alex und Morgan Yu entwickelt, um das von der Typhon-Koralle ausgehende Neuralsignal abzufangen. Da heißt jetzt wieder, das Neuralsignal abzufangen. Das bringt ja aber nichts, wenn das Ding schon hier ist. Das ist halt das. Das Neuralsignal sendet ja nur, dass das Ding hierher kommt. Also wie gesagt, es steht überall was anderes dran. Wem ich jetzt vertrauen kann und was es jetzt genau ist, keine Ahnung. Da finde ich es jetzt gerade ein bisschen zu ungenau geschildert. Um zu erkennen, welches... Okay. Was ist das Richtige? Das Herz der Koralle befindet sich in der Psychotronik. Im ursprünglichen Eindämmungszylinder. Wenn du das Nullwellengerät platzierst, überlagert es das gesamte Korallennetzwerk mit unserem Signal. Nutze dein Psychoskop, um zu erfahren, wo genau du das Gerät platzieren musst. Okay. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. So, schnell hier rein. Also, wie gesagt, ich finde es gerade ein bisschen sehr schwierig zu sagen, was ich genau jetzt tun soll, weil ich einfach nicht weiß, was bringen wird. Normalerweise sollte es wirklich genauer definiert sein. Klar, man weiß jetzt nicht genau, wird das funktionieren oder wird das nicht funktionieren. Aber ich hätte ganz gerne mal eine klare Anweisung, was es genau jetzt machen wird, die Nullwelle. Und ob die Selbstzerstörung reichen würde oder nicht. Weil, wie gesagt, es ist halt... Eigentlich will ich ja, dass kein Typhon überlebt. Aber es scheint ja eher mit der Nullwelle zu funktionieren, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich meine, noch wäre es noch nicht zu spät, aber jetzt haben wir uns schon für die Nullwellen-Variante entschieden. Wir machen es schon so. Wenn Ihnen das noch nicht in den Sinn gekommen ist, wird es das. Tun Sie es nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was beim Scannen des Apex geschieht. Aber meine Modelle deuten auf Leid hin. Beim Scannen des Apex? Was? Oh Gott. Das ist hier tatsächlich schon komplett drin. Ich weiß halt nicht, oder würde eher halt die... Wie gesagt, ich mache eh beide Endings, deswegen ist das eigentlich jetzt irrelevant.